So, ja. So, herzlich willkommen zum Super Mario Land Let's Play. Ein Classic Mario. Ich bin TM. Ja. So, und das wollen wir dann heute spielen. Und los geht's. Das sind die Vorschauen, die da waren. So, oh, jetzt geht's richtig los. Oh, es ist ein bisschen aufwendig da. Ja, jetzt habe ich einen anderen Controller erstmal wieder. Ja, wir hatten vorher versucht mit deinem Android-Controller, aber der ist nicht so prickelnd, weil ich hab meinen vergessen gehabt. Ja. Weil der Android-Controller, den er hier hat, der ist viel zu langsam. Ja, das Bild verdeckt das, aber zum Glück weiß ich ja noch, wo das Leben ist. Also da, hier ist die Schießpflanze drin. Das wärst du gar nicht mehr rangekommen. Ja. Dass er es kaputt gemacht hätte. Die ist einfach nur hässlich, die Schießpflanzen, weil die musst du die Drecksviecher so dicht an dich ranlassen, das geht gar nicht. Ja. Also früher, das war einer meiner ersten Spiele, die ich damals gesockt habe, dieses Mario. Da kenne ich schon ein paar Stellen und so. Ich weiß auch bei der Welt, dass man oben rüber laufen kann. Ja. Achso, es geht schlecht. Das ist die Tex-Avery-Show. Zack, zack, Turbo. Ja, jetzt sind die... Und jetzt wollen die Viecher sich platt machen lassen. Ja. Und hier kommt man nur mit der Schießpflanze rein. Ah, die Fataler lasse ich jetzt da. Ui, naja, ich werde... Oh. Warst du gerade da oben? Ja. Ja, das Mario hatte damals schon ein bisschen hakelige Steuerung gehabt. Ja, man muss ja bedenken. Mal. Und. Jo, zwei Leben, immerhin. Hoppla, ich hab auch Krach. So. Ja, ist das ein Bild besser? Ja, wir haben gerade das Handy an, weil mein Kollege will ja immer gesehen werden. Aber wenn man bedenkt, dass man sowas immer rauf und runter gezockt hat. Ja. Ich habe das damals sehr oft gespielt und auf dem Term war die Steuerung komisch, war extrem präzise. Und das war so extrem kurz. Wir sind ja, wir sind ja welche, die gerne auf Umfang stehen. Ja, also früher habe ich gerne Geld ausgegeben für das Spiel und so. Kann man heute immer noch. Also 5 Euro im Store und so ist eigentlich für das Spiel immer noch sehr gut. Mhm. Aber wieso Geld bezahlen, wenn man es kostenlos haben kann? Ja, und wir hatten ja auch früher das Original gehabt. Aber das ist ein Klassiker und so, und wie Zelda und so hat alles. Link's Awakening ist auch ein Klassiker. Auf jeden Fall. Und noch eine Schießpflanze. Jetzt löst es auch perfekt. Oh ja, feiner wäre es. Gleich wäre er drin. Ja. Abgesoffen. Ja, da ist jetzt die zweite Welt. Der war geil gewesen. Ah, das ist so extrem kurz, das Spiel, das geht gar nicht. Ja, aber da kommen noch ein paar schwere Welten. Ja, das sind die ersten zwei... Ui, naja, das war's. Hätte ich mal den bloß normal fallen lassen, dann hätte ich es noch locker geschafft. Ja, ja. Der ist auch fies gemacht worden mit dem Pilz. Ja. Genau vor der Klippe geht er nicht runter. Wenn man Pech hat, den fliegt man mit runter. Ja. Wenn man zu langsam ist. Jo, eine Schildkröte, die explodiert, wenn man drauf sitzt. Ah, das finde ich auch immer geil, dass man hier... Ah ne, da war nur ein Taler hier. Oh, schon wieder. Zu früh. Ja. Der hätte es warten müssen. Ja. Da, schon wieder. Das haben die ja schon voll fies gemacht. Aber normalerweise gibt es ja auch immer eine Schießpflanze. Wenn man da noch groß ist. Aber das Geile ist ja... Das haben wir ja schon wieder gut gemacht, weil eine schwere Stelle ist, gibt es immer ein Leben davor. Ja. Oh, schon wieder. Die Steuerung ist. Aber ist glaube ich nicht bei Höhenlevel so. Ja. Boah, die Welt ist enorm kurz im TV. Wenn man bedenkt, beim zweiten Teil ist es die viel länger, die Welten. Ja. Also ja, früher kam mir die auch sehr lang vor. Oh, naja. Vor allem hast du den ganzen schönen Lebensritt beim Testlauf und jetzt kriegst du nur hier diesen Dreck. So, hier darf ich nicht so weit, hier ist nämlich ein Geheimgang.
Auch wenn das Bild gerade da ist. Da ist eine Blume gewesen. Ah, ne. Einfach nur geil, weil man früher die Spiele hoch und runter gezockt hat, hat man die ganzen geilen Gänge. So. Ach, konntest du jetzt nicht rüberspringen? War nee, das so, ne? Das ist zu weit. Autsch. Boah, der war fies. Hängen geblieben. Ja. Jo, Ägypten. Ja, und hier ist der erste Gegner. Ne, hier war es noch nicht gewesen. Und hier oben ist eigentlich auch ein Geheimgang. Ja, aber da muss... Ich glaube, du hättest da rüberspringen können. Ich glaube, wenn man groß ist, konnte man da hin. Ja. Aber dafür, weil ich klein bin, kann ich jetzt hier unten lang. Der ist wiederum... Ich hier was runter. Diesmal war ich schneller. Ne? Das ist auch gemein, wie die Stelle. Wenn man den Pilz nicht kriegt, dann musst du dich hier drinnen opfern. Dafür ist nämlich die Lücke da. Also voll fies. Ja. Und jetzt wenigstens muss man nicht unbedingt... Aber hier speichern sich die Lebens, oder? Die man hier holt. Das Spiel hat keinen Speicher. Wenn man hier ausmachen würde, dann müsstest du von vorne anfangen. Also selbst die Lebens... Hier ist die Dings, die Zwings. Aber man muss sie nicht besiegen. Ah, wie Bowser. Ja. Bei irgendeinem Mario war das mit Bowser genau. Bowser ist aber die Dings heruntergegangen. Und dann ist er in der Lava geflogen, wurde er frittiert. So, und das war's mit dem ersten Let's Play. Sind zwar kurze Let's Plays, aber wir wollten jeden Endgegner ein Video machen. Soll das Peach sein? Das ist Daisy hier noch. Ah, Daisy hat sich in ein Vieh verwandelt. Ja, das sind Dinge erst beim letzten. Wenn du diesen Fliegenden besiegst, dann. Naja, ein Leben. Besser als gar nichts. Ja. Besser. So, und das war's dann erstmal mit dem ersten Video. So, bis gleich. Warte. Ach so.